Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Nils Plays. Und auch heute spiele ich wieder King's Quest, Quest for the Crown. Und beim letzten Mal hatten wir diese magische Schale gefunden, die sich scheinbar dann füllt, wenn man das Wort Phil sagt. Ich habe noch immer keine Ahnung, wie ich das Wort sagen kann, während sich diese Schale in meinem Inventar befindet. Also werde ich einfach versuchen, die Schale irgendwo abzugeben. Bei irgendjemandem, der sie besser gebrauchen kann als ich. Und da mir da immer nur die Holzfäller einfallen, hoffe ich, dass ich sie möglichst schnell finde. Was mit der Ziege ist, weiß ich auch nicht. Oh, nett. Ich frage mich auch immer noch, was ich mit dieser Ziege genau tun soll, aber ich frage mich ohnehin sehr viel bei diesem Spiel. You would need to have much bigger hands to stop this spring from flowing. Oh, schade. That didn't achieve anything. Schade. Nochmal? Ich werde jetzt ein paar einfach total blödsinnige Dinge ausprobieren, weil man manchmal... There is nothing up there you'll need. ...manchmal einfach besser weiterkommt, wenn man total blödsinnige Dinge bei solchen Spielen ausprobiert. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Hier habe ich die Schale gefunden. Vielleicht kann ich sie hier wieder hinstellen, wenn ich will. You cannot do that. You can... Doch, natürlich kann ich. Ich habe sie hierher, kann ich sie auch wieder hinstellen. Na, da hat er vielleicht recht. Okay, gehen wir mal nach oben. Hier war ich noch nicht. Glaube ich. Das ist interessant. Dann hoffe ich, dass ich jetzt irgendwo hinkomme, wo... Hier war ich wiederum schon mal. Wenn ich hier unten längs gehe... Oh, das war knapp. The raging current pulls you under, never to be found. Ah, das finde ich doch nie wieder. So. Hier gehe ich ganz schnell vorbei. Dann da lang. With a squeak and a cat. Nein, 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 nein! Go away! Go away! Nein! Sie hat mich gesehen! Miststück! Ouch! Ah. As the Wicked Witch flew over. I hate her. The witch has turned you into a gingerbread man. Or is that a graham cracker? Weiter geht's. Nein. Schnell. Diesmal aber. Darf mich einfach nicht sehen. Dann wird alles gut. Hier hochgehe. Dann da lang. Was ist das hier eigentlich? Nein! Nein! Wow! What the? Hahaha! Oh, nein! Die Richtung gewechselt. Da lang. Oh, ausgetänzelt. Hey, cool. Hier wollte ich hin. Ich, speichere mal. Nur so. Sagte ich schon, dass dieses Spiel lebensgefährlich ist? Nicht nach unten, ich will nach oben. Ich wollte nur zur Seite gehen. Komm, geh nach oben. Ah, hier. So, wenn ich jetzt wieder da reinfall... Ah! The raging current pulls you under. Ah! Ich kann nicht. Es geht einfach nicht. Man muss einfach zu nah an dieser Klippe entlang gehen. Wenn ich jetzt da lang gehe... Den kenne ich auch schon von innen. The bush has done a... The bush has done a fine job of surviving by itself so far. Far be it from you to intervene. Hm, okay. Without warning, a wolf dart... A wolf, it's a... How many times have you been told not to wolf down your food? Ha 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 ha.
habe das Gefühl, dieses Spiel möchte mich heute einfach nur umbringen, auf so viele verschiedene Weisen wie möglich. Meine Aufgabe ist es, am Leben zu bleiben. Es ist ein fürchterliches Schicksal, als Ritter durch die Gegend zu laufen und ständig getötet zu werden. Ich glaube, den meisten Rettern passiert das auch nur einmal, aber ich habe ja den Vorteil, dass mir das tausendmal passieren kann, auf tausend verschiedene Weisen. Ist das ein Vorteil? Oh Gott, nein, nicht schon wieder. Warum immer wieder hier lang? Doch. There is a small dwarf. Nein, 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 komm! Och, och, nein, du läufst es da lang. Oh, ich bin ihm ausgewichen. Das war geschickt. Hallo, Fischi, Fischi, Fischi. Also in diesem See kann ich auch... You cannot do that while you're... That's strange. Nothing happened. To your astonishment, something begins to bubble up from the bottom of the bowl. Within moments, the bowl is filled with a hot, savory stew. It's wonderful. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, ich habe auf die Suppe auf mich geklickt, aber... also die Schale. Aber das ist genau das... Hey, da bist du ja wieder. Willst du mich vielleicht mitnehmen? Dann können wir zusammen Essen suchen. Ich brauche das nicht. Ich hab schon Essen. Aber vielleicht kannst du... The woodcutter speaks to you. Oh, Sir Knight, you've returned. Ja, ich bin wieder da. Alte Klappe. Ich hab was für euch. Nothing. Nothing. Ich muss näher rangehen, sonst sieht er es so schlecht. Komm her. Hier, das habe ich euch mitgebracht. Nothing. What? Nothing. Ich habe eine Schale, die sich immer wieder mit Essen füllt. Ah. The woodcutter is overwhelmed with joy. Thank you, Sir Knight. Yeah, of course. You'll never forget your kindness and generosity. Ja, das bin ich. Krieg ich jetzt was dafür? Please, take my fiddle as a small token of our thanks. Natürlich, nehme ich sie. Ich hätte sie... Natürlich kann ich das. Das Herr hat es mir eben erlaubt. You check to make sure that the feather is... I want to take it. The woodcutter's most treasured possession, a fine old fiddle, lies on the table. Now give it to me. The rug does not belong to you. Leave it where it is. Not... The rug... Ah. I got it. Safe. The woodcutter. You play a lively toe-tapping tune on the fiddle. The woodcutter and his wife ignore your fiddling. Perhaps they preferred their own music. Okay. Perfekt. Halt die Klappe, ich habe jetzt eine Fiddle. Warte, vielleicht sprechen die Leute jetzt eher mit mir. Zum Beispiel diese Vögel hier. Hört meinen Song. You play a lively toe-tapping tune on the fiddle. Obviously, there are no music lovers. Was ist mit dem Troll zum Beispiel? Da. Nein, sorry. Der Troll. Vielleicht kann ich... The raging current pulls you under. Da lang. Was ist mit der Schlange? Vielleicht mag die Musik. This is not a good... Okay. Sümpfe sind in der Regel nicht die... Ich muss jemanden finden, der Musik mag. Wer mag Musik? Eventuell der Troll, wie gesagt. Das ist der einzige, der mir gerade einfällt. Also werde ich wahrscheinlich ihm das auf jeden Fall nochmal vorspielen.
Wenn ich ihn finde. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Ich muss ihn dafür finden. Ich habe ihn gefunden. As you start to cross the bridge, a huge hulking truck. Wait here. Look at this. You play a lively toe-tapping tune on the fiddle. Obviously, there are no music lovers here. You put the fiddle away. Okay. Der steht nicht auf Musik. Okay. Where do we go with the fiddle? Das Problem ist, dass ich tatsächlich erschreckend wenige Leute bisher getroffen habe. Vielleicht stelle ich mich einfach hier hin und spiele für den Schmetterling. You play a lively toe-tapping tune on the fiddle. Obviously. Den Schmetterling interessiert es ein Scheiß. Da hätte ich mir auch denken können. Nein, für den Fisch spiele ich jetzt nicht. Und da sind wir auch schon wieder. Da bin ich schon mal längst gegangen. Hier lang. Without warning. Ah, gut, das schaffst du. Das kriegst du hin. Schneller, schneller, lauf! Wir haben ihn verwirrt. Sehr gut. Wir haben ihn so sehr verwirrt, dass er wieder weggelaufen ist. Geh mal nach oben. Oh. A huge wooden door has been built into the base of the... The only response you get is the echo of your pounding. Sind Sie interessiert an Musik? You play a lively toe-tapping tune on the fiddle. Obviously, there are no music lovers here. You put the fiddle... Es gibt einfach niemanden, den Musik interessiert. Bin ich hier schon mal längst gegangen? Und wahrscheinlich komme ich nur wieder an irgendeinen Ort, an dem ich schon tausendmal war. Oh, ich schwimme. Hey, ich schwimme. Wahrscheinlich ertrinke ich gleich. Aber... Diese Steine sind im Weg. The water is very deep here. Without aid, it's impossible to swim under the water for any length of time. The water. Okay. Hier bin ich mehrfach runtergefallen und gestorben. Aber so habe ich das Ganze tatsächlich noch nie gesehen. Aber ich komme hier auch nicht weiter, weil diese Steine da im Weg stehen. Dämliche Steine. Oh. Your strength ebbs and your arms and legs grow weary. As your life swims before your eyes, you decide to... Ich glaube, ich bin noch nie so oft hintereinander gestorben bei diesem Spiel. Komm, jetzt noch einmal. Einmal noch anständig und dann schauen wir, ob wir irgendwo was mit der Fiddle erreichen können. Hallo Fischi. You play a lively toe-tapping tune on the fiddle. Obviously. You play a lively toe-tapping tune on the fiddle. Obviously, there are no music lovers here. You put the fiddle away. Früher war Musik noch etwas Besonderes und die Leute haben sie geliebt. Heute interessiert sich keiner mehr dafür. Weder das Eichhörnchen, noch die... Ich möchte dir Musik vorstellen! Könntest du einmal kurz... Ah. So ein Mist. Sie hat nicht zugehört. As the Wicked Witch flew over her cage, dürfte ich vielleicht Musik, also, ich weiß, dass du mich schon zweimal umgebracht, aber dürfte ich die Musik vorspielen, vielleicht, bitte, bitte, bitte. Ich schätze, das heißt nein. The Witch has turned you into a gingerbread man, or is that a graham cracker? Gott, ich hasse diese Hexe.
Und damit beende ich dieses Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mich sterben zu sehen. Wenn es euch gefallen hat, dann favorisiert das Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert mich gerne, dann könnt ihr immer mehr davon zu sehen kriegen. Und falls ihr mir was zu sagen habt, schreibt es mir da unten in die Kommentare, okay? Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich liebe euch alle. Bis zum nächsten Mal.